Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 16. Ja, nicht nur eine 10, sondern 6 Szenen. Ja, heute machen wir eine Story weiter. Wir gucken mal, wie es jetzt hier weitergeht. Ich muss mal noch irgendwie so nachgucken im Journal, worum es überhaupt ging, weil ich voll wieder aus dem Bilde bin. Aber wir müssen zurück zum Versteck, weil genau, Mitch will ja irgendwie was bauen, ne, für das Schiff. Und Sid wusste irgendwie was, ne, oder hatte irgendwie was, was uns weiterhelfen konnte, wahrscheinlich. Deswegen gehen wir jetzt zurück zum Versteck, ne, die Metallwerke, das ist halt alte Versteck, ne, da Titania in Schutt und Asche gelegt hat. Und da gehen wir hin, ne. Und ja, Jill ist entführt worden von Barnabas, dieser Barnabas, ja, ne, der Typ, der hier Odin kontrolliert, ne, der Dominus von Odin. Und ja, guck mal, was hier so alles abgeht, ne. Irgendwie werden ja so dafür, dass wir sind gerade bei 81% in der Hauptstory und kommt mir ein bisschen random vor, dass wir erst hier in diese Stadt gehen und dann hier, ne? Wenn hier noch alles irgendwie voll unentdeckt ist, weil ich nehme an, hier kommt ja an irgendwie so irgendwann der letzte Kampf oder so, ne? Deswegen ist halt irgendwie so komisch, dass jetzt die ganzen Story-Sachen jetzt hier noch so weit entfernt irgendwie in so random Ort irgendwie so stattfinden. Was weiß ich, ne? So. Ein Lied der Hoffnung. Gehen wir da rein. Ne? Ein Kocket mal. Was da so Schönes passiert oder Schlimmes oder irgendwas dazwischen. Begleitet uns Joshua hier. Wir trotzdem hier noch eine kleine Gruppe haben. Stolz auf dich, Matt. Es mag sein Erbe sein, aber es ist dein Erfolg. Fangen wir sie noch ab? Die Einherjahr ist eines der schnellsten Schiffe aller Zeiten. Und der Wind steht auch günstig für sie. Jedes andere Schiff könnte da kaum mithalten, geschweige denn sie einholen. Doch, das ist nicht irgendein Schiff. Das ist die Enterprise! Sowas wie Pups nicht die Highwind hat die Welt noch nicht gesehen. Da hast du recht. Das sind Highwind. Okay. Clive, was weißt du über Barnabas Tarm? Kaum mehr als die Barden singen. Dass er aus dem Süden nach Ashra segelte. Mit der Gewandtheit seiner Klinge die Macht errang. Und dass sein Schwert, Odins Schwert, selbst die Fäden des Schicksals zerschneiden kann. Aber lassen wir uns davon nicht verunsichern. Wir kämpfen. Sagt derjenige, der ja beinahe gestorben ist. Das Licht! Ich dachte, das wäre ein Versteck hier. Mit Gesellschaft! Was? Wir halten sie auf, bis wir ablegen können. Hat irgendjemand Mist gebaut oder was? Alle Mann, auf eure Posten! Hat Harry schon wieder das Licht angelassen? Gott verdammt! Oh, kämpfen jetzt hier alle. Seid ihr bereit? Oh, werden wir jetzt hier alle kämpfen? Mein Gott, selbst die Truppe sieht bunter aus als hier die von Final Fantasy 15. Sie kommen. Hey, yo, was geht? Macht ihr eure Party? Ich mache heute Party. Wie sich alle so positionieren. So. Wer die meisten holt, gewinnt. Kämpfen die alle gerade mit?
Alter, wir haben eine Sekunde hier. Sehe keine anderen. Aber da ist Joshua. Okay, die sind alle hier. Okay, machen wir den. Ich habe mich seit Jahren nicht so lebendig gefühlt. Kommt ruhig. Wer von euch will meinen Oger schlechter als nächster kosten? Ich sehe eben nicht noch Herzbrecher. Oh Gott. Joshua, pass auf. Lass mal die anderen mal so ein bisschen Action hier machen, ey. Aua. Aua. Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. Weiter wird sich lohnen. Oh. In der Zeit, in der ich dann auch leider schon irgendwie 10 Gegner erledigen können, ne? Wir sind keine Gegner mehr. Ich bin gerade verwandelt, Mann. Das ist ja noch eine Fackel. Ja, die schon wieder platziert, Mann. Nein, ich hab's doch gedrückt. Nein, ich hab's doch gedrückt. So. Boah. Ja. War meiner. Jetzt voll auf ihn drauf ballern. Oh! Ho, 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 ho. Mach ich dem überhaupt Schaden? Ja. Aber ja. Kann auch Flügel wachsen, sehe ich gerade. Ich meine, ja, für nichts, bei ihm macht das sogar mehr Sinn. Nein. Oh Gott, ich habe ihn abgebrochen, bevor er seinen Angriff durchkriegt. Aua. Ja. Ja. Okay. Oh. Schon direkt irgendwie so schnell mit Kämpfen hier beginnen, alles klar. Das wäre geschafft. Hey, ihr Waschlappen! Alle mal an Bord! Es kann losgehen! Aye, aye, Captain! Oh, da kommt noch mehr. Wollte schon sagen. Ich wusste, er lebt noch. Aber ich dachte, er ist sowas von Ultima. Verflucht. Das hatte ich befürchtet. Sleipnir ist kein Mensch, sondern eine Schöpfung Odins. Oh, what? Feuriger Phönix Federbusch, hast du keine normalen Feinde? Ja, Mann, wir müssen einen richtigen erfinden, ne? Runde 2. Ja, logisch. Oder Lord Rossfield? Mein Junge, früher nannten mich die Leute den Vollstrecker. Oder war es meine Angst? Ach egal, gleich werden hier ein paar Köpfe rollen. Matt, neuer Plan. Lauft aus, wir folgen. Wollt ihr schwimmen? Ach, hol mich der Ankerlichten! Antrieb, langsam voraus! Und dann machen wir eben diese Armee von Klon fertig. Dann kommen wir direkt hinterher. Ich habe wahrscheinlich fast gerade alle von dir erledigt. Wir waren schon alle tot, ey.
Also Level 33 oder 34. Oh, kommt einmal mehr. Aua. Ja, doch ein Quatsch, das war ich. Angeber, ich bin ja die alle am Killen. Was ist das? Wo ist das? Ah. Warte, wir noch mal schnuppern. Boah. Ich mähe euch alle wie Gras nieder. Und jetzt verbrenne ich das Gras. Jetzt düse ich mal das Gas. Das Gas, das Gras. Das ist schon fast halt erledigt, ja. Nee. Warte, nochmal noch welche. Ich habe noch nicht genug Erfahrungspunkte, Leute. So. Gott. Aber der wird zaubern sich gerade. Oh, ich hätte noch Stunden weitermachen können. Irgendwann wird er ja gleich sterben, ey, pass auf. Also für den Gegnern. Okay. Ist das schon gerade abgehauen? Nee, wollte schon sagen. Ich dachte, die Tür war irgendwo anders. Gut gemacht. Mach's natürlich wieder knapp. So. Da, 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 da. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine Fanfare irgendwie nötig war bei diesem Kampf. Der war relativ easy. Aber okay, nehme ich trotzdem. Dankeschön. Okay, das war interessant. Und das von denen gibt es noch mehr, nehme ich an. Ne? Ich hätte ja am liebsten noch gegen 20 auf einmal gekämpft. Ich finde das cool. Oh, das ist Jill. Da war der Typ da. Was willst du? Ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Du weißt, was diese Fesseln tun. Du bist mein Geschenk an Mythos. Du nutzt mir nur unversehrt. Die Enterprise. Hier wird nicht gefaulenzt. Je länger wir stillstehen, desto mehr müssen wir wieder aufholen. Cool. Können wir jetzt durch die Welt segeln mit dem Teil? Wäre zu schön, wenn mit einen Antrieb über hätte. Seit du auferstanden bist, geht es mit mir stetig bergab. Sag mal, bist du dir deiner Sache wirklich absolut sicher, Clive? Deine Feinde übertreffen sich an Furchtbarkeit und Übermaß. Ja,
Und sie bestimmen, wie wir leben und sterben. Reicht dir das als Antwort? Ha. Du hast den gleichen Blick wie dein sturer Vater, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Auf dem Schlachtfeld bin auch ich nur eine Axt. Eine tödliche, aber dennoch nur eine einzige. Doch was du brauchst, sind Tausende. Ich hoffe, mein alter Freund in Randela wird uns helfen können. Pass auf dich auf. Ich habe dir noch vieles über deinen Vater zu erzählen. Und das kann ich wohl schlecht, wenn du tot bist. Mal wieder. Viel Glück, Onkel. Und ich hoffe, der Wind steht gut. Und du, Joshua, schone dich. Das werde ich beherzigen. Leb wohl, meine Neffen. Wenn ihr mich wiederseht, führe ich eine ganze Armee ins Feld. Bis bald. Durchziehen, Freundchen. Das während der ganzen Fahrt jetzt. Wird Zeit, dass wir uns um unseren Teil kümmern. Sonst hält er uns das ewig vor. Okay, weit sind wir doch nicht zum Versteck gegangen. Oh, da ist unser Prinzchen. Vigo, hab Gnade. Was ist er denn da? Ich meine, wurde wahrscheinlich gerade gesagt, aber ne. Er ist wieder in seiner Stadt. Was habe ich getan? Milord. Und sie wird da eindeutig auch irgendwann offensichtlich noch wichtig. Sie hat ihren eigenen Eintrag irgendwie in dieser Chronik irgendwie. Wird eindeutig auch noch irgendwie wichtig. Da wird sie irgendwie nur als Kräuterhändlerin oder so. Kann ich jetzt nicht hin, ne? Ich muss weitergehen. Okay, jetzt gehen wir auf den Weg zu dem Ding, ne? Nehme ich an. Na gut. Naldia Golf. Mit seinen sanften Strömungen und mit dem milden Klima ermöglicht der Golf eine schnelle und ungefährliche Reise zwischen den Dominium, Oriflamme und Stone hier. Ohne die gefährliche äußere See durchsegeln zu müssen. Okay. Jetzt werden wir irgendwie voll bombardiert mit diesen Story-Quests. Ein bisschen kleiner und unwichtiger, aber fühle ich gerade irgendwie so. Es ist noch ein weiter Weg bis nach Valut. Aber wer nach Norden will, muss Semekis umfahren. Und durch die Enge. Solange wir Kurs nach Nord-Nordost halten, holen wir sie noch ein, bevor sie wieder weg sind. Sie könnten Ashra aber auch südlich umsegeln. Über den Weg bis das Donner. Da bräuchten sie bei dem Wind eine Ewigkeit. Mit weiß, wovon sie redet, Clive. Jedenfalls besser als jeder von uns. Tun wir, was sie sagt. Ein Herr ja gesichtet. Jawohl. Jetzt schon. Ich hoffe, wir befreien Jill, ne? Die ist ja da drauf gerade.
Schatten sprühen! Spürst du das? Ja. Alle Mann, auf die Posten! Zeigen wir ihnen, was du drauf hast. Oh, guck mal, der Seeschlacht jetzt hier. Guck mal, er wartet schon auf uns. Kampfrüstung und so. Eine Motte. So folgst du dem Licht. Das unsichtbare Band des Bewusstseins verdammt sie zum gleichen Schicksal. Aber erneut. Wenn wir jetzt gegen ihn kämpfen, macht das überhaupt keinen Sinn, dass wir vorhin fertig gemacht worden sind von ihm. Dann liegt ein paar Ingame-Stunden in der Hauptstory erst zurück. Das ist nicht gut. Oh, wir hätten sowas von tot sein können hier gerade. Wir dürfen uns eigentlich nur einmal horizontal hier schneiden und dann sind wir weg. Dann können wir nicht ausweichen. Oder ist er vertikal? Ich tue die beiden immer verwechseln. Horizontal ist doch, wenn er von links nach rechts ist, ne? Und vertikal ist oben und unten, ne? Und jetzt hat umgekehrt. Ich habe da bisher noch nie. Ich verwechsel das jedes Mal. Horizontal kommt ja vom Horizont, ne? Im Horizont ist links nach rechts, ne? Oh, das ist nicht gut. Also eine gute Idee war jetzt da allein reinzugehen, obwohl wir haben ja sowieso keine Chance gegen den, ne? Haben wir ja gelernt vor so ungefähr eine Ingame-Stunde, ne? Und sehr viel stärker sind wir jetzt auch nicht geworden, ne? Oh nein, bitte nicht. Ich mach euch nieder, dafür hat er halt gesagt habt. Oh, voll in den Kopf gestochen. Und man sieht das Schiff da noch im Hintergrund, sehr geil. So, die werden jetzt voll überrascht sein. Oh mein Gott! Eine Axt voll weggeflogen. Oh, der ist schon tot. Aua, wie bitte? Was ist das? Ich glaube, das ist bestimmt ein Trank, ne? Ah! Bonk. Da bist du einer? Torgwalter? Gott. Au, 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 au. Okay, ganz schnellig. Da sehe ich gerade, ist eine Tür. Was denn ja? Sollen wir vielleicht andere Movesets hier benutzen, ne? Aber ich warte ja schon die ganze Zeit, dass wir irgendwie Shiva und so bekommen, ne?
Tor, geil. Ich habe so geplant, sobald wir Shiva bekommen, dass ich mal wieder hier so was ändern mein Moveset, ne? So, jetzt mal, wenn eine neue S-Bar reinkommt, versuche ich so mein Moveset zu ändern. Ich muss schon absorbieren, ne? Was dann? Boah. Sehr gut. So. Ich weiß, da war eine Tür, aber lass mich nochmal ja kurz rumlaufen. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Tür oder so. Aber sieht jetzt nicht so groß aus hier, ne? Na, da war eine Tür. Trank. Boah, Reißsack. Warum? Oh Gott, ich sehe nichts. Erster richtiger Kampf. Wir werden alle sterben. Keine Sorge. Oh. Sorry. Macht der Gewohnheit. Warum hat er gedacht, es wäre eine gute Idee gewesen, die Leute hier mit ihm allein zu lassen? Nein, ich stehe nicht auf solche Spielchen. Ich habe gesagt, ich habe gesehen, du bist schon direkt bei dem Zaubern, ne? Geht aber gar nicht. Boah, war der gut ausgewichen. Was war hier? Wahrscheinlich wieder gerade gleich irgendein Dicker, aber was soll's. Deine geht voll dadurch. Habe ich Feuer unter den Hintern gemacht. Du, Kollege. Geht aber gar nicht hier mit deinem Heilen und so, ne? Ja, jetzt kommt wieder ein Dekan, ne? Pass auf. Ja, da hinten sehe ich schon ein. Was machst du? Noch mal den hier. Um sicherzustellen, dass ihr tot seid. Oh Gott, ich dachte, das war ein bisschen zu früh. Aber der kommt gleich und haut mich. Der kommt gleich und haut mich. Bin ich ausgewichen? Ja, ja. Gott. Aha. Ah, schon wieder zu früh. Einen nimmt immer noch, aber du willst ja nicht Teil davon sein und glaub mir, du willst da nicht näher an, Kollege. Er hat sich genähert, jetzt hat er den Preis dafür bezahlt. Na, wird ja heilen, glaube ich nicht. Der ist damit, der ist mitgerannt. Wieder mal einsammeln, ja. Ist wahrscheinlich ein Trank oder so. Ne, blutige Haut. Mein Gott, der voll im verzögerten Angriff. Boom. Ich bin da ausgewichen. So, ich wollte eine Tür. Irgendwo.
so großes Schiff sowieso nicht, also. Oh, das ist noch ein Item. Okay. Wo muss ich hin? Hier? Nein. Von wo kam ich jetzt? Von da, ne? Jetzt muss ich hier hin, ne? Ich glaube, erst von da kam ich. Ne, von hier kam ich. Okay, das war während. Stimmt, von da kamen die Gegner. So, hier. Jill. Sean. Jason. Was willst du von mir? Ich will gar nichts von dir. Geh weg. Lass mich die an. Sprich nicht mit mir. Hauch der Erde. Oh, Gaia Son. Das ist, glaube ich, die Ultimate von. Von ja. Okay, warum ist denn er schon tot? Wir hätten den umgebracht. Hey, was geht? Vielleicht bei der Mittagspause gestört. Warum waren die hier? Waren die Wolf hier gerade am Chillen, wenn da draußen Leute kämpfen? Da. Au! Mann! Oh, ungehobelt, Mann. Ja. Hallöchen, da. Okay, ich bin überrascht, dass das funktioniert hat. So, ich glaube, war aber uns alle fertig gemacht, ne? Also da kommt jetzt auf uns los. Phönix, du bist der Dominus des Feuers. Ich sehe nichts weiter als ein flackerndes Licht. Ich nehme an, unter seiner Rüstung hat er so seine Pseudo-Esper-Form aktiviert, ne? Jetzt verwaltet sich in seiner echten, ne? Weil Odin ist ja nie im Leben so klein, ne? Odin. Das kannst du vergessen. Mich vor allem die Szene aus Final Fantasy 10, wo Sin irgendwie diesen riesigen Strahl abgefeuert hat und die Meere gespaltet hat. Oh nein. Oh mein Gott. Oh. Und lass mich raten, wir landen jetzt in irgendeinem Untergrundhöhle oder so, ne? Zum Glück bleibt das Wasser so. Wenn das Wasser da runterkommt, ne? Dann sind wir sowas von tot. Ah.
Und zum Glück hat er Odin einen auf Moses gemacht. Und das Rote Meer gespaltet. Also es war Rote See, aber ja. Oder war es das Rote Meer? Keine Ahnung. Jedenfalls. Clive und Jill. Und Torgal, nehme ich an. Aber wohin? Schwimmen. Oh nein. Oh. Du. Was hast du mit Joshua gemacht? Dem Phönix? Oh, er wird bestimmt überleben. Das Bewusstsein, das ihr um eure Seelen gesponnen habt, scheint sich in seiner Verzweiflung verstrickt zu haben. Also leiht sich mein Herr die Kraft meiner Klinge. Die Welt wird bald in Schwärze getaucht werden. Und alles Leben im Kuss des Todes seine Bestimmung finden. Deshalb werden wir die Ursache bekämpfen. Wir werden sie zerstören, die letzten Mutterkristalle, und rücken die Welt wieder ins Lot. Komm, denkst du wirklich, es wäre so einfach? Die Fäule ist unabwendbar. Nicht einmal der Allmächtige kann ihrem Vormarsch Einhalt gebieten. Deine Mühen sind zum Scheitern verurteilt. Sie führen zu nichts außer Leid. Du musst die Wahrheit endlich erkennen, Mythos. Die Rolle erfüllen, die er dir gab. Niemals. Solange ich entscheide, wähle ich die Hoffnung. Und wieder führt dich dein blinder Wille vom Weg ab. Oh Mann. Doch nun führe ich dir die Unausweichlichkeit deines göttlichen Schicksals vor Augen. Ob du willst oder nicht. Lauf so weit, wie du kannst. Clive, nicht. Vertrau mir. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass ich voll sterbe. So wie beim letzten Mal. Ja, da hat er nicht irgendwie nichts gelernt hier. Also vom storytechnischen Standpunkt sollten wir eigentlich immer noch keine Chance gegen ihn haben. Ne? Aber ich sag ja schon wieder nichts, ne? Ja, wir sind jetzt nicht irgendwie. Wir haben jetzt irgendwie nicht mehr Charakterfortschritt gemacht seit dem letzten Kampf, von daher steht ihr, was ich meine. Aber ich setze dich gegen dich ein, da bist du schwach gegen, ne? Irgendwie nicht. Macht überhaupt keinen Sinn, weil jetzt auf einmal so stark sind wir der. Bonk. Vielleicht gewinnen wir auch gar nicht, keine Ahnung. Komm zu mir! Solch eine feurige Inbrunst. Und wofür? Wegen der Fäule? Ja. Das war die törichte Verblendung eines törichten Mannes. Nein, wir können es jetzt wagen, Sit Trash zu talken. Du weißt nichts über diese Welt und unseren Platz darin. Wenn jeder über sein Schicksal bestimmen könnte. Oh. Oh nein. Niemals. Weg damit. Oh Gott, macht da wenig Schaden. Wirf deine Ketten ab.
Okay, ich habe es die ganze Zeit irgendwie den zu parieren. Ja, irgendwie öfter als ich gedacht hätte. Ja, wie soll ich das jetzt schon machen? Ich soll neben dem abwehren. Warte. Du wirst die dir zugedachte Rolle. Oh. Und so wird das Licht der Hoffnung durchtrennt. Oh Gott. Okay, vielleicht können wir auch gar nicht gewinnen gerade. Du so schnell auf? Niemals. Joshua, können wir uns wieder vereinen oder irgendwie so was? Siehst du es nicht? Dein eiserner Wille ist Ballast. Er hindert dich daran, deinen Zweck zu erfüllen. Und was ist mein Zweck? Mythos. Wer sind wir? Was sind die Domini? Den Atem des Schöpfers noch warm auf unseren Lippen. Tragen wir sein Licht und geleiten die Massen in seinem Namen. Wir sind mächtige Taten Gottes. Wir sind mehr als das. Du wärst nichts ohne das, was er dir gewährt hat. Die Kraft in uns ist die Seine. Und jedes Mal, wenn wir sie nutzen, zehrt sie an unserer Substanz. Sie verschleißt uns, zerreißt uns, damit ihr makelloses Antlitz sich zeigen kann. Die Esper. Zu viel Macht, selbst für seine Auserwählten. Aber nicht für dich, Mythos. Du gebietest über die Macht vieler, doch dein Körper hält ihrem wilden Tosen stand. Sag, was willst du? Du sollst wissen, dass wir die Domini nur niedere Werkzeuge sind. Wir wurden für dich erschaffen. Auf dass du aus unserem Sein schöpfen und deine göttliche Bestimmung erfüllen würdest. Die wäre? Zu wachsen, zu verschlingen. In deinem Kerker des Stolzes hast du deine wahre Pflicht vergessen. Solange du dich ihr bewusst widersetzt, wirst du mir nicht einmal einen Kratzer zufügen. Doch, es mag dir Trost spenden, dass du in deiner Not nicht allein bist. Die Ketten des Willens fesseln die ganze Menschheit. Dennoch gibt es Grund zur Freude, denn in seiner unendlichen Gnade erbarmt sich der Herr seiner fehlerhaften Schöpfungen. Er wird sie wieder zurück in ihre alte Form weisen. Und wie genau sieht die aus? Nun, treue Diener Gottes. Nein. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind... Okay. Wir müssen akasisch werden. Ja. Ganz recht, Mythos. Wie einst. Zu lange schon führt der ungestüme Wille die Menschheit in die Irre. Es ist Zeit, zu ruhiger Gleichheit zurückzukehren. Auf dass sie abermals zur Erlösung findet. Erlösung? Und alles aufgeben, was uns lieb ist? Behalt deine Erlösung. Wir retten uns selbst und wir folgen unseren Regeln, nicht deinen oder deines Gottes. Mit jeder trotzigen Bekundung eures Willens ziehen sich eure Ketten enger zusammen.
Doch vielleicht kann ich diese Tatsache nutzen. Okay, ja. Je stärker du dich an die letzten Domini bindest, desto größer wird dein Hunger werden, bis er dich zur einzigen Antwort zurückführt, die je existiert hat. Auf einem anderen Weg, als ihn der Herr vorsah, aber dennoch zurück. Jill, kannst du das Wasser vielleicht einfrieren? Ich glaube, das wird was bringen, ne? Das ist echt die richtige Frage, die man gerade stellen sollte. Schau nicht zurück. Ja, okay, ich glaube, das bringt. Gleich bezwungen? Was? What? Okay. Ich habe das Spiel denkt auch irgendwie Banner, aber es sieht ein bisschen aus wie Clive. Okay. Ich mache mir trotzdem Sorgen. Die Enterprise war weit genug weg. Sie haben es geschafft. Wenn sie dem Eis folgen, finden sie uns. Okay. Sind wir nackt? Ja, wir sind nackt, okay. Morgen werden sie hier sein. Es ist schon das zweite Mal, dass Barnabas mich besiegt hat. Ich komme nicht gegen ihn an. Es mag sein, dass dir wirklich keine andere Wahl bleibt, als dich seinem Herrn hinzugeben. Nur wirst du das nicht tun. Der Clive, den ich kenne, wird das nicht tun. Du glaubst also, mich wirklich zu kennen. Wenn Barnabas nicht gelogen hat, bin ich mehr Monster als Mensch. Jedes Mal, wenn ich die Flammen in mir beschwöre, verbrenne ich etwas. Etwas, das mich ausmacht. Tust du das? Wofür hast du deine Kraft bis jetzt genutzt? Du hast Menschen geholfen. Es ist doch egal, wie oder von wem du sie erhalten hast. Es zählt, wie du entscheidest, sie einzusetzen. Und du hast entschieden, sie für Gutes zu nutzen. Ich habe mit ihr auch getötet. Vielleicht ist das meine Bestimmung. Alles, wozu ich gut bin. Du bist immer noch der, mit dem ich aufgewachsen bin. Immer darauf bedacht, alle um dich herum zu beschützen. Und doch immer so allein. Weil dir nicht klar war, dass einer von ihnen schon immer der Verletzlichste war. Du, Clive. Du. Du hast dir nie die Zeit genommen, dich selbst zu beschützen. Mich selbst. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Es ist nie zu spät dafür. Solange du es auch selbst willst. Du kämpfst, um zu überleben. Und das tust du, um die zu beschützen, die du liebst.
So kannte ich dich. Und so bist du immer noch. Ich weiß, dass das so bleiben wird. Also werde ich dir helfen. Und alles dafür tun, um uns zu schützen. Dass du, wenn es das ist, was du willst, dann zögere nicht, Clive. Tu es. Nur wird dann die ganze Last allein auf dich fallen. Ich bin nicht allein. Diese Bürden, die ich trage, meine Sünden, mein Schmerz, meine Trauer, sie sind alle auch ein Teil von mir. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt irgendjemanden, der diese Szene irgendwie direkt als irgendwie als Sexszene irgendwie so interpretiert, ne? Irgendwann werden wir wieder zum Mond sehen. Du und ich. Und ich verspreche dir, Clive. Ich halte zu dir. Selbst wenn du dich aufgeben musst. Sein einziges Lächeln mich so erfüllen kann. Schön. Okay. Nur, wie geht's jetzt weiter? Und wo genau sind wir jetzt gerade? Und die sind immer noch da. Ich nehme an, das Schiff ist nicht mehr schwimmtauglich gerade. Oder die haben uns gerade erst entdeckt.
Ich bin auch hier. Was ist mit Barnabas? Wollen wir ihm nachfahren? Nein. Unsere Wege kreuzen sich früh genug. Ob wir wollen oder nicht. Okay, jetzt macht es schon ein bisschen eher Sinn, weil jetzt haben wir Shivas. Nee, jetzt haben wir Shivas machen. Das ist jetzt nicht direkt schon wieder mit dem Kloppen. Das wird nie gut ausgehen. Das noch ein bisschen stärker werden. Natürlich. Drachengrat. Der letzte Mutterkristall. Oh, jetzt gehen wir endlich dahin. Alles klar. Die Einherja liegt auf dem Meeresgrund. Valut wird es nicht wagen, in Sturm einzurücken. Doch sie wissen, dass wir kommen. Ein neuer Plan. Dieses eine Schiff sollte jetzt irgendwie gedacht sein, irgendwie ein anderes Land zu erobern. Da waren ein paar Leute drauf. Und das Schiff war jetzt auch nicht genau groß oder so. Das war ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Ashra muss warten. Ja gut. Schwur. Und jetzt sind wir hier. Und da sind wir gerade. Okay. Geh ins Versteck zurück. Mach ich doch gerne. Dann schmieden wir neue Pläne, ne? Wahrscheinlich kommen jetzt erstmal wieder ein paar Nebenquests, ne? Odin hätte das Meer in zwei gespalten. Sie erzählt ja gern mal wilde Geschichten. Aber das hier ist wilder als wild. Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben. Wieso ist das? Ist dein Onkel nicht bei dir? Wieso ist das so unglaubwürdig? Der Kampf gegen die Einherja hat dem Schiff ganz schön zugesetzt. Hast du einen Kampf gegen Titan gesehen? Oder einen Kampf gegen Bahamut? Das war noch relativ zahm dagegen. Soweit ich weiß, tummeln sich da immer noch die Akasischen. Titan hat sich in einen Berg verwandelt. Bahamut hat mit uns im All gekämpft. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben das Versteck. Ich denke, Meerspalten ist dann noch ein bisschen unspektakulär dagegen. Werden wohl kaum reichen. Egal. Wir bleiben dran. Vielleicht hilft es ja doch. Hoffen wir es. Perfekt. Die Überfahrt. Haben wir wieder so genau fast eine Stunde. Ne? So, jetzt haben wir die Macht des Eises. Clive hat sich ein Stück der Essenz Shivas einverleibt. Das Beschwören von Shivas Kraft ändert nicht nur ihr Elementar. Blablabla. Ja, das wissen wir. Shivas Essbarkraft. Mit Shivas Essbarkraft Froschleier kann Clive schnell in alle Richtungen über den Boden gleiten, um Angriff auszuweichen oder die Distanz zu Gegnern zu überwinden. Okay. Das klingt jetzt nicht so cool. Wir sind ja schon wieder eine Menge Quests, ne? Ja. Okay, aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an, ne? So, wir checken noch mal hier Dingens aus, ne? Shiva. Ich würde sagen, Titan, wenn wir dann mal mit Shiva auswechseln, dann haben wir zwar keinen coolen Konter mehr oder so, aber ich will natürlich auch was hier mit Shiva sehen, ne? So, ich habe wahrscheinlich genug Punkte, um mir alles hier zu leisten, ne? Ah, schon der Gegner in Umkreis und Ortstelle einfällt, wo wir in einem Grund hat aber eblichen Schaden, ja. So, warte mal hier, Raureif. Diese Dinger in der Mitte sind meistens immer unspektakulär, finde ich. Hier gefangen werden kontinuierlich Schaden zu viel. Also die leichtere Gegner bei Berührung mit Clive zureißen, auch in der Luft einsetzbar. Muss aus Eis gezeichnet vor Clive, welche den Gegner in seinen Weg zurückstößt. Okay. Schwierig, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt fand ich ausnahmsweise mal diese Attacke nicht schlecht. Kontinuierlicher Schaden. Kann ich das hier leider nicht meistern. Und dann tun wir mal, ich meine, wir müssen sowieso Feuer müssen wir sowieso dabei haben die ganze Zeit, ne? Wir sind der Phönix und so, ne? Oder Ifrit, meine ich. Also Feuer muss immer, ne? Jetzt haben wir Feuer, Eis und Licht, ne?
habe ich hier als neues auch relativ sortieren. Gut, dann hat sich wieder einiges getan in diesem Part, ne? Wir haben schon wieder aber vom Barnabas auf die Phrase bekommen. Wir haben Shiva jetzt ein Flip, fehlt eigentlich jetzt nur noch Odin. Und ja, was jetzt hier erwartet, so Nebenquest-mäßig, das sehen wir in der nächsten Folge, ne? War ja wieder klar, wieder voll viele Nebenquests kommen, nachdem wir ja fertig sind, ne? Aber gut, was soll man machen, ne? Dann sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Final Fantasy 16 gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.